Wir sind wieder zu Hause und jetzt gibt's ein Shopping-Haul. Ich bin in letzter Zeit in so einem Häkel-Flow. Ich habe zum Beispiel schon eine Tasche gehäkelt, die ich noch nie draußen getragen habe, weil sie mir irgendwie nicht gefällt. So mit so Blümchen. Das ist irgendwie so eine 2-in-1-Tasche, weil wenn man die umdreht, hat man ein anderes Muster. Genau. Und ich habe sogar einen Top mit Blümchen gehäkelt. Darauf bin ich sehr stolz. Was ist denn jetzt hier? So. Hier irgendwo muss noch eine Blume dran, aber ja, ich bereite meine Kleidung für den Sommer vor. Und deswegen war ich bei so einem Wollenladen und habe mir lila eine Wolle geholt, weil passend zu meinem Top möchte ich jetzt noch für den Sommer einen Rock häkeln. So einen engen, mittellangen Rock. Das wäre richtig nice. Und damit fange ich auch gleich an. Ich hole mir meine Inspiration immer von Crystal Everdeen und Gender DIY, weil die sind einfach sehr inspirierend. Genau. Und Leute, Germany's Next Topmodel hat angefangen. Ich habe heute leider kein Foto. Und Juti hat natürlich Eyepatches gemacht. Eigentlich wollte ich die nicht holen, sondern Ella, aber ja, ich zeige es trotzdem. Einmal so glitzernde in rosa und einmal blaue. Ich finde die persönlich sehr nice. Aber bei den Eyepatches von Juti ist immer dieses PEG 40 drin. Und das ist halt nicht gut für die Haut. Deswegen benutze ich das fast gar nicht. Und dann, falls ihr meine Make-up-Routine gesehen habt, habe ich erwähnt, dass ich immer eine Feuchtigkeitscreme von Ella benutze. Und sie rastet dann jeden Morgen aus. Und ich habe keine Lust mehr darauf. Deswegen habe ich mir jetzt meine eigene geholt. Die ist von Dr. Scheller und die ist richtig cool. Mit Melon and Moringa. Super. Also es gibt noch eine andere Sorte, aber die ist auf jeden Fall sehr gut. Gibt es bei Müller zu kaufen. Ich gucke in meine Tasche und bemerke, dass ich nichts weiteres geholt habe. Deswegen war es auch schon mit dem Haul. Und ich fange jetzt an zu häkeln. Yay. Tschüss. Mann, ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Weil bei Apple kommt immer dieses Dü-dum. Ja, und so ganz nebenbei hat mich Dad noch in eine Lichterkette gewickelt. Ich glaube, ihm war ein bisschen langweilig, aber danke dafür. Ich habe dann Ella noch in den Häkelflow gebracht und sie häkelt übrigens die Powerpuff-Tasche von Gender DIY. Ich mache jetzt eine kurze Häkelpause und lade mein neues YouTube-Video hoch. Hey, man sieht mich. Ich füge noch hier einen kurzen Text ein und dann kann ich das hochladen. Weil ich möchte jetzt jeden Dienstag um, sagen wir mal so, ja, 16 Uhr ein neues YouTube-Video hochladen. Und ich finde das eigentlich ganz passend, weil am Wochenende kann ich das dann vorbereiten und dann einfach einstellen, dass am Dienstag hochgeladen wird. Und genau das mache ich jetzt. Und dann war mir langweilig und ich habe ein bisschen Mom genervt. Sie macht übrigens Essen. Heute gibt es Börek mit Fleisch und Käse gefüllt. Yummy! Dann habe ich mein Catwalk geübt, weil ich später bei Germany's Next Topmodel mitmachen möchte. Ich übe für Germany's Next Topmodel 2030. Mom, erlaubst du mir das? Nee, du möchtest auch nicht. Mom hat gestern Muffins gebacken und heute sind auch noch ein paar übrig geblieben. Deswegen werde ich das jetzt als Snack essen und dann geht's weiter mit dem Häkeln. Die sind sehr, sehr lecker. Also das sind einfach so normale Schokomuffins und dann ist dann eine Himbeere in der Mitte und dann noch so ein Schoko-Haselnussmus als Topping. Und die sind sehr, sehr mächtig. Also ich glaube, ich habe gestern so 3 Stück geschafft. Ich habe gerade noch ein wenig gechillt und ich habe mir in letzter Zeit vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen. Da habe ich ein Cardio-Workout von Pam entdeckt. Ja, und das ist sehr gut und effektiv. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das jeden Tag einmal zu machen. Und wenn ich mich dann noch fit fühle, vielleicht noch ein paar andere Workouts. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln mal kurz unsere Clothes und machen dann Sport zusammen. 1, 2, 3. Von Mango. Das ist das hier, Calorie Burner 10 Minutes. Ein Cardio-Workout. Das ist richtig fancy.
Und da habe ich mir vorgenommen, das jeden Tag zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch generell mit so Workouts meine Ausdauer total verbessert hat. Und ihr müsst jetzt auch nicht direkt so richtig anfangen mit Gewichten eine Stunde lang jeden Tag, sondern es reicht schon, wenn ihr in der Woche so 3 bis 4 Mal trainiert, vielleicht auch mal am Wochenende. Let's go! A few moments later. Fertig mit dem Workout. Mama hat gesagt, dass meine Arme zu schwabbelig sind. Deswegen machen wir jetzt ein Arm-Workout. Wir befinden uns jetzt in der Küche und machen einen Post-Workout-Snack. Und wusstet ihr, dass der Körper nach dem Sport am besten dazu fähig ist, Nährstoffe aufzunehmen, weshalb ihr nicht nach dem Sport direkt nach Süßigkeiten greifen solltet? Wir machen uns jetzt was Gesundes, aber ich weiß noch nicht was. Ich guck mal kurz, was wir im Kühlschrank haben und vielleicht kann ich mir sogar einen Salat machen. Einen Salat kann ich mir jetzt leider nicht machen, weil wir die Zutaten nicht dafür haben, aber deswegen mache ich mir jetzt was mit Obst. Nach dem Sport sollte man auch übrigens 20 bis 30 Gramm Eiweiß zu sich nehmen und da die beste Eiweißquelle Erdnüsse sind, kommt noch ein bisschen Erdnussmus als Topping drüber. Ich bin so ein Erdnussmus-Fan, dass ich das alles auswürfeln konnte, aber ich habe Angst, dass mir danach ein bisschen schlecht wird. And this is our very delicious snack.